Hey Leute, Kramix hier, was geht, Harry Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu Stumble Guys. Leute, letztes Mal hat übertrieben Bock gemacht. Wir haben das erste Mal Stumble Guys gezockt und ich muss sagen, ich habe schon wieder Bock, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ich habe mir überlegt, Leute, wir werden heute mal ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben ja aktuell noch nicht so wirklich gute Skins. Ich habe ja auch kaum was von diesen Gems hier oder keine Ahnung, wie man diese Coins hier nennt, die es hier gibt. Auf jeden Fall irgendwie so quasi V-Bucks mäßig. Gesehen, hier gibt es so ein Starter-Pack, das kostet gerade mal 4 Euro und da kriegt man 1400. Übelst nice und jeden Tag ein Skin. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir kaufen das jetzt hier einfach mal. Oh, let's go. Kauf abgeschlossen. Sehr nice. Wir haben jetzt 1400 von diesen Dingern und kriegen jeden Tag einen gratis Skin. Das ist ziemlich cool, Leute. Wir können jetzt uns auch dafür irgendwas... Was ist das denn hier? Kostenlose Preise. Alter. Wenn es kostenlos ist, nehmen wir es mit. Oh, wir kriegen jetzt direkt schon wieder einen Skin, Leute. Oh. Irgendwas krasses. Der Feuerwehrmann, der Feuer... Nein, nur 5 Juwelen. Schade. Aber egal. War kostenlos. Ey, wir haben noch einmal... Komm, wir machen noch direkt einmal. Noch einmal, Leute, bevor wir in die Runde reingehen. Oh, wo, 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 wo. Selten? Nein! Obwohl, eine Siegesmarke, ein Stumble-Token, ist nicht schlecht. Also, das kriegt man ja pro Win, kriegt man nur eins davon. Nicht allzu schlecht. Da gibt es ja auch so epische Skins, die man sich damit holen kann. Und hier im Item-Shop gibt es ja auch wieder was, Leute. Ich sag euch ehrlich, was gibt's denn hier alles? Ach nee, das ist völlig random, was man da bekommt. Das sind so Karten, die man kaufen kann. Ach so. Ey Leute, komm, wir kaufen einfach mal 3 Karten und gucken einfach mal, was wir bekommen. Das finde ich voll cool mit diesen Karten, mit diesem Glücksspielsystem hier. Okay, ja gut, ist jetzt, ja, der Bruchpilot. Was kriegen wir als nächstes? Ja gut, komm, jetzt das dritte muss jetzt auch mal was krasses werden. Ja, der Haifisch. Okay. Megalodon. Einen epischen zumindest. Wir haben schon mal einen epischen Skin. Ja, gut. Nicht allzu schlecht. Ey, nein. Jetzt fehlen uns hier 60 von diesen Gems, damit ich mir hier den Battle Pass quasi kaufen kann. Ach, Leute, ich bin doch lost, ey. Hätte ich mal lieber einen Skin weniger geholt. Okay, wir kaufen noch mal kurz. Wir kaufen uns noch mal kurz ein paar von diesen Gems, Leute. So, perfekt, Leute. Jetzt können wir uns nämlich sogar noch den Battle Pass hier kaufen. Heute ist hier richtig Shopping-Video. Hier in Stumble Guys, Leute. Ich muss ehrlich sagen, als Stumble Guys wirklich geiles Game. Das hat mir hier letztes Mal richtig Bock gemacht. Wir haben uns jetzt hier sogar noch den Battle Pass geholt. Jetzt kriegen wir hier immer solche Sachen noch. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ey, Leute, jetzt können wir uns hier nochmal eine Belohnung einfordern. Und wieder Glücksrad. Das ist schon nice. Oh, das sind voll viele Lilane und Legendäre hier. Nein. Nein, der Deal. Oh, wir hatten fast den Special. Ey, dieser Goldskin, der wäre so krass gewesen. Schade, Leute. Schade. Aber egal, alles halb so wild. Wir kriegen schon noch einen richtig krassen Skin. So, jetzt wählen wir, jetzt haben wir schon ein paar mehr Skins, würde ich mal behaupten. Wir können jetzt mal einen auswählen. Komm, wir nehmen mal hier den Hai. Das ist schon so ein epischer Skin, Leute. Den nehmen wir mal. Emotes, okay, haben wir auch noch keine anderen. Also alles halb so wild. Animation haben wir auch noch nichts freigeschalten. So, egal, Leute. Dann würde ich sagen, wir zocken jetzt endlich mal eine Runde. Heute wird Wingold, Leute. Heute wird ein Wingold. Letztes Mal zweimal Zweiter geworden. Wenn ich heute keinen Win hole, bin ich eine Schmalspur, Leute. So, und let's go, es geht los. So, hier muss man ein bisschen einfach der breiten Masse hinterher. Der breiten Masse, wir sind die breite Masse. So, damit man einfach hier immer schön mit den anderen mitdreht. So, hier schön drehen. So, zack, Leute, guck mal, wir sind hier die Ersten. Let's go. Oh, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht wieder reinchoken. Woo, Baby. So, sehr gut, sehr gut. Jetzt nur noch hier durch. Yippie! Nein. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wie konnte ich da gerade runterfallen? Man muss hier den Hechtsprung machen. Aber egal. Alles gut, Leute. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall hier bei den Ersten mit dabei. Alles easy. So, komm, wir safen mal kurz. Kurz mal abgesaved. Auf sicherer Basis. So, wir gucken mal noch den anderen zu. Oh, oh, er wird's. Weiß nicht, ob die das hier nochmal schaffen. Die werden es auf jeden Fall schaffen. 6 Plätze sind noch frei. Ja. Oh, langsam wird's hier eng. Noch 2, noch ein Platz. Ja, vorbei, vorbei. Das ist vorbei hier. Noch ein Platz. Und ich glaube, der mit dem Cowboy-Hut wird sich den holen, Leute. So, wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind wieder weiter. Sehr gut. Okay, wie viel verbleiben? 16 Stück. So, nächste Map. Was hier? Nächste Map, Junge. Let's go. Oh,
Icy Heights. Oh Leute, die Map hatten wir auch noch nicht. Die kenne ich auch noch nicht. Das hier, ich glaube, man rutscht hier so ein bisschen rum, weil das so verschneit ist. Oh, nur 8 Leute. Nur 8 Leute können hier mitkommen. Ich muss jetzt hier ein bisschen, ich muss hier jetzt ein bisschen Gas geben, Leute, weil ich kenne die Map noch gar nicht. Man rutscht auf jeden Fall hier so sehr krass rum. Schön ausweichen. Okay, wir sind aktuell Erster. Okay, ich bin hier gerade richtig am Durchziehen. Obwohl ich die Map nicht kenne, bin ich Erster. Oh mein Gott, Leute, ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste. Ey, Alter, wie schnell war ich denn? Leute, Real Rap, das ist das zweite Mal, dass ich StumbleGuys spiele. Ihr habt letztes Mal gesehen, welche Maps ich gezockt habe und welche nicht. Alter, wie gut war ich denn hier bitte? Aber wirklich mit dickem Abstand bin ich da als Erster reingeslidet. Crazy. Ja, der wird es auch schaffen. Oh, das ist voll nice, dass man da so ein bisschen ins Ziel fliegen kann. Oh, er ist lost, Digga. Vielleicht will er auch hier noch so ein bisschen trollen, noch ein bisschen chillen. Oh, aber es wird langsam ein bisschen knapp. Ich würde nicht zu viel riskieren. Ruslana. Ruslana, was macht der denn? Ey, er riskiert richtig, ne? Hey, er ist lost, Digga. Er ist wirklich lost. Er will so cool reinsliden. Ich will nicht zu viel sagen. Am Ende wird das hier noch ein harter Gegner, der Typ. Aber er wollte so cool reinsliden, hat es aber nicht geschafft. Nicht so wie ich. Direkt ins Ziel reinfliegen. Da muss er noch ein bisschen üben. Oh, 8 Leute nur verbleiben. Das könnte jetzt im Prinzip schon das Final Game jetzt sein, Leute. Als nächstes, ey, das kenne ich auch noch nicht. Wie viele Maps gibt es denn hier? Auch letztes Mal kein einziges Mal drin vorgekommen. Ich glaube, das Finale jetzt hier. Ja, 7 müssen eliminiert werden. Wir müssen den Lasern hier ausweichen. So, okay. Immer schön den Lasern ausweichen, Leute. Oh, 2 hintereinander. Alright, alright. Okay, 3 sind schon mal weg. Sehr gut. Okay, Konzentration, Leute. Die 2 muss ich überleben, Leute. Dann haben wir gewonnen. Wenn ich die 2 Bummis hier überlebe, dann habe ich's. Nein! Der Typ hat wirklich noch gewonnen, ey. Ey, Mann, Mann, Mann. Leute, wieder Zweiter. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich wirklich der Letzte bin, der rausfliegt noch. Ey, das gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen, Leute. Wir werden noch eine Runde zocken. So, nächstes Game. Komm, komm. Jetzt hier Schluss. Schluss mit lustig jetzt hier. Okay, die kennen wir. Kennen wir schon. Hatten wir gerade eben auch als First Game. 16 Leute werden hier weiterkommen. Sollte kein Problem für uns sein. Ich war wirklich bis jetzt bei jeder StumbleGuys-Runde, die ich gezockt habe. Letztes Mal und dieses Mal. Immer im Finale. Und meistens bin ich halt einfach... keine Ahnung, Vorletzter oder so geworden. Also richtig unlucky bis jetzt. Oh shit, es sind einige hier vor uns. Wir sind gerade richtig langsam. Was ist denn los hier? Warum bin ich denn so langsam gerade? Abgesaved, abgesaved. Ja, aber alles Easiness, Squeeziness, Leute. So, sehr gut. Kurz abgesaved hier den Hasen. Kurz abgesaved hier wieder. Oh, auch cooler Skin hier, der Alien. Also, gibt schon ein paar coole Skins, die wir jetzt noch nicht haben. Schau mal, die sind ja alle so auf diese Profibasis. Warten die hier so vor der Ziellinie. So einen auf, oh, ich gehe gerade noch, ich bin so cool und warte. Ja, der eine hat verschlafen da, der Player OHV. War zu cool gewesen. So, zack, hier schon mal die Hälfte direkt weg hier. Schmalspuren. Die Hälfte der Schmalspuren sind weg hier. So, nächstes Game. Wird wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Game sein, wo dann 8 überleben und dann wieder Finale schon. Ist irgendwie immer so hier bei StumbleGuys. Oh, das haben wir auch noch nicht gemacht. Kenne ich noch nicht hier. Erreiche das Ziel. Ist das irgendwie so ein bisschen so fallenmäßig? Dass man nicht weiß, wann irgendwie... Ah. Okay, ich lasse die anderen mal schön vorlaufen. Ich lasse die anderen mal schön hier vorlaufen.
Checkt immer schön ab, wo hier der Weg ist. Habe ich hier schön die anderen die Arbeit machen lassen. So ein Ding ist das. So, und fertig. Ich sag euch ehrlich, das ist genau wie dieses Türenspiel bei Fall Guys oder so. Da muss man lieber so ein bisschen die anderen so vorlaufen lassen. So das Kanonenfutter sein. Und ich habe dann safe den Weg so. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, es könnte jetzt schon wieder das Final Game sein. Ach, schon wieder das da. Okay, Leute. Jetzt hoffe ich, dass da nicht zu krasses Wetter da sind. Ich glaube, also ich würde sagen, wir waren gerade eben nicht ganz schlecht, aber der andere war Sweater, Digga. Der andere war wirklich ein auf Sweater-Basis unterwegs. Jetzt schon einer raus, Digga. Woo, Baby. Oh, hier zwei hintereinander auf einmal. Puh, Baby, das war ein bisschen knapp hier gerade. Auf knapper Hase. Oh, das sind aber auch schon wieder diese Sweater hier, ne? Ey, Alter, können die mal bitte draufgehen? Die sind hier... Nein, ich bin reingeslidet. Warum kommt denn immer dieses Spiel als letztes? Ey, Mann. Junge, ja. Ich bin reingerutscht, bin davor gelandet, aber gerutscht einfach. Ja, wenigstens haben wir jetzt hier wieder eine Juwelenbelohnung bekommen. Ey, Leute, komm. Ich würde sagen, eine Round machen wir noch. Ich will jetzt mal einen Win haben. Das kann nicht sein, dass ich hier noch keinen Win habe. Okay, Leute. Humble Stumble. Ja, sollte easy machbar sein. Sollten wir hinkriegen. Oh, wir starten ganz hinten, aber alles halb so wild. So, sollte doch machbar sein hier. Ich finde das nur manchmal ein bisschen schwer, hier so den Überblick zu behalten. Sage ich euch ganz ehrlich, wenn da so viele Spieler auf einem Haufen sind. Aber alles... Oh Gott, oh Gottes Willen. Fast hier runtergefallen. So, chill, ey, der eine wirft mich runter. Mann, du Huhnberger, Alter. Ey, Leute, ich habe gerade ultra Pech. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ja, und jetzt hier nochmal. Ey, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ey, was ist denn gerade los hier? Was ist denn hier gerade los, Alter? Ich bin gerade so am reinchoken. Wie noch nie ein Mensch reingechoked hat. Aber egal, ich glaube, ich schaffe trotzdem... Oh mein Gott, aber das war also wirklich eine schlechte Runde. Eine sehr, sehr schlechte Runde von mir hier gerade. Haben es aber zum Glück gerade noch so geschafft. Ja gut, was heißt gerade noch so? Haben wohl noch mehr Leute hier Probleme, ne? Na gut, aber das soll es jetzt gewesen sein. So, der schafft's. Na gut, fertig. Fertig, Leute. War hart, also sage ich euch ehrlich, da musste der Papa Kramix auch ein bisschen kämpfen hier. Oh, ach Leute, das kennen wir doch. Das hatten wir letztes Mal schon mal. Sollte, glaube ich, kein Problem werden. 7 müssen eliminiert werden. Wenn 7 eliminiert sind, dann geht's weiter. Ja, gut. So. Okay, einer schon mal raus. Auf entspannt. Okay, 5 jetzt schon mal raus. Okay, da hat's gerade relativ viele zerrissen. Ja, komm. Okay, die jetzt hier gerade noch drin sind, die sind alle on fleek. Die sind alle on fleek hier. Fleeky. So, und qualifiziert, let's go.
Wie viel bleiben da noch? 8 Stück bleiben noch. Es könnte jetzt schon wieder, ich glaube jetzt wieder Finale. Ich glaube jetzt Final hier. Komm, wird das jetzt heute bitte mal mein erster Win? Nicht bitte, nicht dieses Laser-Game wieder. Mach bitte nicht wieder dieses Laser-Game. Ich will nicht wieder das Laser-Game machen. Irgendwie sind da alle anderen besser als ich in dem Laser-Game. Oh, oh, Leute, hey, das kenne ich noch gar nicht. Aber ich glaube, nee, das ist so ein Run. Oh mein Gott, und da kann nur einer gewinnen. Und ich kenne die Map nicht. Oh mein Gott. Oh nein, oh, Idiot, falsche Taste gedrückt. Oh nein, Leute. Steh auf, es kann nur einer gewinnen. Es kann hier nur einer gewinnen. Ist halt ein bisschen schwierig, Leute, weil ich sage euch ehrlich, ich kenne die Map nicht. Ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier mache. Nerv mich nicht, Junge. Das hier mein Win. Das wird meiner. Meiner. Das wird meiner, Leute. Das wird meiner! Nein! Ja! Woohoo! Let's go! Erster Win, Leute. Habt ihr gesehen, wie ich noch auf ehrenlos an ihm vorbeigesprungen bin? Erster Win in Stumble Guys heute hier live. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was war das für ein Race gerade? Ladet den Clip auf jeden Fall mal auf TikTok hoch, Leute. Mein erster Win in Stumble Guys. Lasst ein Like da. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex Stream.